In Schleswig-Holstein bilden über 800 Betriebe im Beruf Landwirt, Landwirtin aus. Ein vorbildliches Engagement in der Berufsausbildung mit besonderer persönlicher Förderung der jungen Menschen zeigt der Ausbildungsbetrieb Wulff aus Nützen im Kreis Segeberg. Hans Heinrich und Maike Wulff bilden seit rund 10 Jahren junge Landwirte und Werker in der Landwirtschaft auf ihrem Milchviehbetrieb aus. Regelmäßig sind 2 Auszubildende auf dem Betrieb. Die Betriebsleiter nehmen sich viel Zeit für die Wissensvermittlung. Uns ist besonders wichtig, dass wir theoretisches Wissen und praktisches Wissen zusammenführen können. Im praktischen Ablauf kann man gut theoretische Fragen und theoretisches Wissen integrieren und immer mal abfragen, auch häufiger mal wieder, und dann ist es irgendwann auf Festplatte. Und da siehst du an der Ohrmarke sind diese kleinen Röhrchen. Maike und Hans-Heinrich Wulff gelingt es hervorragend, bei ihren Auszubildenden die Freude am Erfolg zu wecken. Sie fördern gezielt die Stärken der jungen Menschen und begegnen ihnen mit großer Wertschätzung. Eine gute Ausbildung bedeutet für mich, dass Ausbilder und Auszubildende auf Augenhöhe miteinander agieren. Also wichtig ist uns die Offenheit und das Vertrauen ineinander. Die Auszubildenden lernen selbstständig zu arbeiten und die Zusammenhänge zu erkennen. Verantwortungsgefühl entwickeln sie, glaube ich, besser, wenn ihnen die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit klar wird. Also wenn man das ganzheitlich sieht und sie wissen, dass ich zum Beispiel die Euter abwischen muss, damit ich qualitativ hochwertige Milch erzeuge, ist es besser, als wenn es nur ein Befehl ist. Im Betriebsalltag wird sehr zielgerichtet darauf hingearbeitet, dass die Auszubildenden die festgelegten Prüfungsanforderungen erfüllen können. Wir versuchen, die Prüfungsvorbereitung eigentlich auf 2 Füße zu stellen. Das Grundsätzliche ist ja, dass man jeden Tag versucht, irgendeinen Ausbildungsinhalt den Auszubildenden nahezubringen oder sie dazu zu bringen, dass sie bestimmte Verhaltensweisen hinterfragen, warum man das macht, und eben selber ans Denken kommen. Und dann gibt es natürlich die andere Prüfungsvorbereitung, wenn wirklich die Zwischenprüfung oder die Abschlussprüfung ansteht. Landwirtschaftsmeister Hans-Heinrich Wulff ist selbst aktiver Prüfer und stellt seinen Betrieb auch für Prüfungen zur Verfügung. Das große Engagement von Familie Wulff wird durch erfolgreiche Auszubildende und eine starke persönliche Verbindung auch nach dem Ausbildungsende belohnt. Ich freue mich, dass die Jugendlichen, die wir ausgebildet haben, alle auf eigenen Füßen stehen können. Die stehen alle im Beruf, kommen sehr gut klar, finde ich. Jeder hat seinen Platz gefunden und das macht mich schon ein bisschen stolz. Die jungen Menschen dort abholen, wo sie stehen.